Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NHL 15 und unserer Karriere mit unserem rechten Flügel Andrien bei den Montreal Canadiens. Das müsste, ich glaube, jetzt Spiel Nummer 32 sein, 32, 33, bin mir gerade nicht ganz sicher. Spielt aber auch keine Rolle. Freunde, wir haben seit 11 Spielen nicht mehr verloren. Beziehungsweise, ja, wir haben die letzten 11 Spiele gewonnen, wir können es ruhig so sagen. Und ja, unter anderem dank diesem Mann hier, Carey Price, 2,12 Gegentordurchschnitt, finde ich ein sehr guter Durchschnitt, nur halt die gehaltenen in Prozent, na, die sind doch nicht ganz so dolle und auch natürlich die Shutouts, die können durchaus noch ein bisschen nach oben gehen. Schauen wir uns hier unseren Gegner an, Cam Ward, 3 Shutouts schon, 91,3%, dafür eben einen etwas höheren Gegentordurchschnitt, aber ja, die Statistik sagt es und 8 Siege, 10 Niederlagen und ein Unentschieden. Ja, gut, spricht nicht ganz zu der Mannschaft, gegen die wir jetzt spielen, gegen die Carolina Crushers. Und mal gucken, vielleicht schaffen das. Vielleicht schaffen wir es, unsere Siegesserie auch hier fortleben zu lassen. Denn man sollte auf jeden Fall nicht diesen Fehler machen. Na, man sollte auf jeden Fall nicht diesen Fehler machen, eine Mannschaft nur aufgrund seiner Stadt oder ihrer Statistiken zu beurteilen. Ah, verdammt, der Pass, der kam nicht gut zu uns. Schnell in die Rückwärtsbewegung hier, Angriff, Price, uiuiuiui, und da werden wir gecheckt, gehen zu Boden. Das ist, weil wir einfach nicht viel aushalten. Das ist immer das Gleiche hier. Na, und wieder kein guter Pass. Wir müssen alle wieder raus aus dem Drittel. Holen wir uns die Scheibe und die Möglichkeit. Ja, hat er sich schön die Scheibe geholt. Sehr gut gemacht von uns. Und Parenteau, erste Chance, zweite Chance und wieder Ward. Beziehungsweise dann im letzten die Verteidiger, die hier zur Hilfe kommen. Ward, was für ein heftiger Check, Freunde. Haben wir. Uiuiui, und jetzt Carolina zeigt, sie kann auch was. B plus, A plus, C plus. Hier, nur positives Feedback. Schön, wie du da draußen Passwege blockiert hast. Like aggressiv und greife die Spieler mit dem Puck an. Ja, das mache ich. Auf jeden Fall. Oh, was machen sie denn jetzt hier? Kleines Ringreihe mit anfassen. Wissen nicht, wohin mit dem Puck. Das ist untypisch. Jetzt die Möglichkeit. Pacioretty und dann daneben. Skinner. Auf Semin. Angriff von Carolina. Oh, 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 und Gatschenik fängt den Puck ab. PK Subban startet den Gegenangriff. Und mal sehen, was jetzt raus wird. Es wird ja schon eine Strafe angezeigt gegen Carolina. Burke und, die Möglichkeit. Aber wieder war es der Tuberhüter, der hier Schlimmeres verhindert hat. Und jetzt vielleicht der Schuss von der Blauen. Nein, auch dieses Mal Ward wieder Sieger. Die Frage natürlich jetzt nur, kann er das während des Powerplays immer noch halten oder eben nicht. So, und dann schauen wir uns die Szene nochmal an. Das Foul. Stockschlag von Eric Staal. Ja, und wir sind weiterhin auf der Bank. Sind nur für die zweite Powerplay-Reihe vorgesehen, nicht aber für die erste. Und hier die nächste Möglichkeit. Wieder schöner Schuss von der Blauen. Aber Ward wieder ohne Probleme hier gehalten. Und ja, dank dem letzten Spiel übrigens haben wir nach nur, ja, wie gesagt, 31, 32 Spielen, all unsere Ziele erfüllt. Wir haben 21 Tore geschossen, wir haben 24 Assists gemacht, haben sogar schon mehr als 24 Assists gemacht und 117 Schüsse, da sind wir inzwischen auch schon drüber. Also es läuft wirklich alles wunderbar, alles nach Plan. Genauso muss es sein, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ja, und wir schauen uns mal an, wie wir uns weiterentwickeln. Ich bin gespannt. Oh, die nächste Möglichkeit und wieder hört man hier metallische Klänge. Pacioretty jetzt mit der Möglichkeit, schießt er selbst. Nein, er gibt ab zu Gilbert. Gilbert gibt ab, aber Parenteau trifft nicht. Ja, und so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Montreal jetzt das ganze Powerplay hier vertrödelt. Wenig Möglichkeiten, wenig Chancen. Und die wenigen Chancen, die raufkamen aufs Tor, waren kein Problem für Ward. So, das erste Drittel ist auch schon fast zu Ende, Freunde. Und ich glaube, da kommen wir nicht mehr zum Schluss. Nee, oh Gott, wo schießt er denn hin, Freunde? Halleluja.
Ja, das war's mit dem ersten Drittel. Ihr steht immer noch 0-0. Viele Chancen gab es nicht. Und wenn, dann würde ich doch schon eher sagen, dass wir ein wenig im Vorteil waren. Allerdings eben Ward bis jetzt eine weiße Weste hier super gehalten. Kann dem Mann hier absolut keine Vorwürfe machen. Und das gerade eben. War bis jetzt der wohl einzige Schuss, der an ihn, ja, der das Potenzial hatte, an ihn vorbeizugehen, aber dann eben gegen die Latte prallt. So. Zweite Drittel fängt an und wir sind frohen Mutes. Zack, schön abgefangen von uns. Ah, schöner Pass auf Parento. Ah, und Carolina fängt den Angriff ab. Jetzt der Pass über die Bande. Was stellen sie sich da vor? Falk. Ich wollte gerade sagen, es steht doch super frei. Was soll das? Na komm. Ah, also da, warum er den jetzt nicht angenommen hat, das verstehe ich wirklich nicht. So schwer war der nun wirklich nicht, der Pass. Da habe ich schon weitaus schlimmere und schlechtere gespielt. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ist meine Mannschaft wieder sehr, sehr passiv. Na. Und rückt überhaupt nicht mit nach vorne, wenn ich es tue. Und das macht mir meine Arbeit doch gerade etwas schwierig. Deswegen versuche ich es einfach mal selbst. Oh, ganz knapp neben dem Tor. Und wir sollen raus. Wir sollen raus und wir hören natürlich auf das, was unser Trainer sagt. Wir lassen uns auswechseln. Du musst das Tor treffen, lass den Torhüter schwitzen und acht auf Puckverluste. Ich kann mich jetzt nicht großartig erinnern, dass ich Puckverluste hatte. Du kannst mir gerne sagen, dass meine Passgenauigkeit nicht in Ordnung ist, aber mit meinem Puck? Na naja, egal. Galchenyuk mit der Möglichkeit, jetzt schöner Pass, nein. Aber sie bleiben bald da im Puckbesitz. Emelin, Galchenyuk, erste Möglichkeit, zweite Möglichkeit und... Was ist dieser Ward? Aus welchem Universum stammt der Mensch? Der lässt einfach hier keinen Puck durch. Trotz des Trommelfeuers hier von Montreal. Und gerade beim Rebound hätte ich jetzt gedacht, dass wir ihn endlich überwunden haben. Aber nein, wir haben es nicht geschafft. Entweder hat der Mann wahnsinnig viel Glück oder aber er ist ein Genie. Und beides kann ich nicht ausschließen. Schüsse im zweiten Drittel. 5-0, das ist es eindeutig oder geht ganz klar hier in unsere Richtung. Schönes Statement nimmt von uns, schöner Check. Pacioretty schnappt sich die Scheibe, gibt ab zu uns. Na. Und da ist er drin! Ich weiß noch nicht, wie er das gemacht hat und... Aber es ist mir ehrlich gesagt auch egal, der Puck ist drin, wir führen endlich nach, ja, 35 Minuten hier. Mit 1-0, Pierre-Alexandre Parenteau ist der Torschütze. Und ich glaube, der hatte da ein bisschen Hilfe. Ja, Pfosten und rein, genauso ist es. Und wenn wir Glück haben, war der Pass sogar von uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das zählen, denn abgefangen war der Pass, ja. Ich bin gespannt. Nein, wir haben den Assist genauso wie Max Pacioretty. Sehr schön. Oh, was für ein schwacher Check von uns, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt geht's wieder in Richtung von Carolina. Im zweiten Drittel kommt überhaupt nichts mehr irgendwie von ihnen. Bis jetzt. Jetzt vielleicht der erste Angriff, den hier Carolina verbuchen kann. Nein, und wieder nicht. Ah, und direkt in die Fanghand von Ward. Hab aber auch direkt wieder... Hab aber auch direkt wieder auf die Fanghandseite gezielt, wie immer. Eine Gewohnheit, die ich einfach noch nicht geschafft habe, loszuwerden. Oh, und da liegt er schon am Boden. Da liegt er schon am Boden, die Nummer 44. Pacioretty hier, ganz klar, der Sieger. Riesiger Energiezuwachs für Reihe 1. Und sein Gegner, Harrison, zieht hier ganz klar den Kürzeren.
Max Pacioretty, unser Top-Torschütze. So, und jetzt sagen sie, spiel da draußen bessere Pässe. Finde ich interessant, wo wir doch den Assist gemacht haben. Und es geht weiter, nur in eine Richtung, und zwar auf die... Oder weiter in die von Ward. Weiter in die von Carol. Ja, beruhigen sich die Gemüter, kühlen ab. So muss es sein. Falk. Hier gerade zu sehen. So, und wir sind weiterhin draußen. Schade, schade. Position A, Statistik A+, B+, Teamplay. Durchaus akzeptabel, würde ich sagen. Habe ich schon Schlimmeres gelesen. Na, kommt jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, die erste, ja, der erste Schuss auf den guten Price in diesem Drittel. Und ich glaube, ja, jetzt langsam müsste die Statistik doch, guckt euch das an, wie der die gehalten hat, das ist unglaublich, Freunde. Solch ein Reaktionsvermögen, solch ein, ja, da fehlen mir die Worte, das ist unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen, Ward gefällt mir sehr gut. Ich würde den gerne, ja, verpflichten. Ja, 12-2 Schüsse. Ich glaube, das Spiel kann eindeutiger eigentlich nicht sein. Allerdings, ja, die Pässe, daran müssen wir definitiv noch arbeiten. So, und Harrison und Pacioretty weiterhin auf der Bank, bis ihre Strafe wegen der Schlägerei abgesessen ist. Und solange, ja, schauen wir mal. Wenn man sich mal vorstellt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn man sich mal vorstellt, dass sie jetzt gerade so viele Torschüsse wie im ganzen Spiel. Da stehen wir selbst im Weg. Ah, Möglichkeit hier. Skinner holt sich die Scheibe. Kann sie aber noch nicht klären. Boah, was für ein Check von uns, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der Mann kann Sternchen sehen. Ja, und wieder hier unnötiger Puckverlust. Der Mann hat gelernt zu checken, Freunde. Ui, 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 ui. Boah. Und irgendwie war gerade keiner da, der mich hätte unterstützen können. Deswegen wollte ich es eigentlich alleine versuchen. Leider nicht so gelungen, wie es wollte. Nichtsdestotrotz, ihr seht es, eine komplette A-Bewertung. A- bei Teamplay, dafür aber ein A- bei Statistik. Und auch, ja, das Feedback an sich sieht gut aus. Der Trainer mag mein physisches Spiel und mein Positionsspiel. Und das Einzige, was er noch bemängelt, sind unsere Pässe. Und da muss ich ihm sogar zustimmen, von daher. Alles in bester Ordnung. Jetzt die Möglichkeit hier vielleicht zum 2-0. Nein. Ah, und es wurde langsam wirklich brenzlig, denn Carolina macht immer mehr Druck, Freunde. Es wird immer gefährlicher. Markov, vielleicht jetzt mit der Möglichkeit? Nein. Und wieder ist es Ward. Meine Güte. Und jetzt der Pfostentreffer. Also es wurde hier wirklich so kurz vor Schluss, knapp 3 Minuten vor dem Ende, nochmal spannend. Carolina findet sich definitiv nicht mit dem Ergebnis ab. Die nächste Möglichkeit. Und die letzte Minute ist angebrochen. Jetzt müssen wir noch 1 Minute hier ausharren, um Price seinen ersten Shootout zu sichern. Und uns natürlich einen weiteren Sieg.
Oh, wir kriegen ein Highlight. Ich liebe es, wenn wir ein Highlight kriegen. Guckt euch die Checks an, Freunde. Die fahren heute wirklich richtig geil. Zack, rausch. Und gleich müsste noch ein guter kommen. Da ist er. Schön mit der Schulter voraus. Eieieiei. Das hat sich ja wehgetan. Na, wieder ein hoher Puck ins gegnerische Drittel. Ja, dass er da noch zu mir passt, das habe ich jetzt absolut nicht kommen sehen. Daher die schlechte Reaktion von mir. Leeres Tor. Das Tor ist leer, Freunde. Komm, gib uns den Puck, Mann. Gib uns den Puck. Oh nein, warum rasselt der in mich rein? Das war doch ein Foul. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt Überzahl für Carolina und ich hoffe, sie machen nichts draus. Geh doch mal ran hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der Puck? Wo ist der Puck? Ach Gott, was war das denn für ein schlechter Schuss, Freunde? Total unplatziert. Nichtsdestotrotz gewinnen wir das Spiel. Das ganze Paket, ich weiß zwar nicht, wofür das ist, aber ich werde es mir sicherlich noch anschauen. Vielleicht haben wir überall A+ bekommen, das wäre erstaunlich. Aber ich wüsste nicht, wo man das jetzt noch nachgucken könnte. Ich guck's nachträglich und sag's euch dann in der nächsten Folge, falls es euch interessiert. Oder ach was, wir machen das jetzt schnell. Komm. Wo ist denn das nochmal? Trophäen, da hinten ist es. Oder wir können's auch. Na egal. Wir machen es jetzt schnell so. Jetzt ist eh zu spät. NHL. Das ganze Paket, das ganze Paket. Wo ist es, 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 wo ist es? Bin ich überhaupt im richtigen Spiel? Ja. Ja, na, wo ist es, Freunde? Wo ist es? Finde ich nicht. Okay. Ja, werde ich euch dann nachträglich sagen. Ich habe keinen Schimmer, was das ist oder wofür das ist. Spielt aber letztendlich auch keine Rolle. 15 zu 4 Torschüsse. Ich denke, das ist, wie gesagt, sehr, sehr eindeutig. Fast 10 Minuten in Offensive verbracht. 1 zu 0 gewonnen. Und das nur dank der Leistung von Ward, die wirklich absolut unglaublich war. Und ja, hier sehen wir die Free Stars, Parento, Unser Wenigkeit und Max Pacioretty. Ja, das war's mit diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Nation Zero. Ciao.